Wenn es irgendwo auf der Welt zu einer Katastrophe kommt, ist das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz. Hier im Führungs- und Lagezentrum in Berlin laufen zunächst alle Fäden zusammen. Bevor es losgeht ins Krisengebiet, muss erstmal genau geklärt werden, was passiert ist, wie viele Menschen betroffen sind und was vor Ort benötigt wird. Das kann manchmal auch ein, zwei Tage dauern, aber wir brauchen dieses Bild, um objektiv handeln zu können. Alles andere wäre ein blinder Aktionismus. Dann muss es schnell gehen. Die Hilfsgüter müssen ins Krisengebiet gebracht werden. Hier im Logistikzentrum direkt am Flughafen Schönefeld stehen auf 4000 Quadratmetern die Kisten mit Hilfsgütern und Ausrüstung für den Einsatz bereit. Peter Osowski sorgt dafür, dass hier alles reibungslos abläuft. Wichtig bei jedem Einsatz, weil es schnell gehen muss, muss alles so einfach und übersichtlich wie möglich sein. Deswegen sind alle Kisten farblich markiert, damit man vor Ort gleich erkennen kann, was wo drin ist. Wasser ist hier zum Beispiel ist blau. Im Hospitalbereich haben wir zum Beispiel grün. Das ist die Bettenstation. Diese gelbe Kennzeichnung ist der Operationsbereich. Rot ist die Pharmazie, also die ganzen Medikamente. Und in den Kisten ist alles verpackt, was man bei einem Einsatz benötigt. Das sind natürlich zunächst jede Menge Medikamente. Aber auch große Geräte passen hier rein, wie zum Beispiel ein Röntgengerät oder ein kompletter OP-Tisch. Wassertanks, die vor Ort Tausende von Menschen mit frischem Trinkwasser versorgen, werden genauso klein zusammengefaltet verpackt wie Toilettenhäuschen oder Duschen. Hygiene ist wichtig, um Krankheiten und Seuchen vorzubeugen. Das DRK hat ein einzigartiges modulares System entwickelt. Es besteht aus einer Wasserversorgung, einer mobilen Gesundheitsstation und dem DRK-Krankenhaus. Die Wasserversorgungsstation kann Trinkwasser für bis zu 40.000 Menschen aufbereiten. Die Basisgesundheitsstation sorgt für eine optimale medizinische Grundversorgung für bis zu 30.000 Menschen. Das DRK-Krankenhaus ist innerhalb von 48 Stunden aufgebaut und einsatzbereit. Hier gibt es 120 Betten für eine stationäre Behandlung und rund 700 Menschen können hier täglich ambulant behandelt werden. Innerhalb von 72 Stunden ist ein Flugzeug mit allen notwendigen Hilfsgütern fertig beladen und abflugbereit.